deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder. Andra tutto bene, alles wird gut. Dieser wunderbare Satz kursiert in ganz Italien. Mit einer Mischung aus Trotz und Optimismus gehen Italiener so mit der Corona-Ausgangssperre um. Von den Balkonen wird mit Handtrommeln und mit Tamburinen Musik gemacht, andere Nachbarn stimmen mit ein kleines Hofkonzert entsteht. Und eine Schneiderin aus einem italienischen Dorf bietet seit einer Woche Nähkurse auf Facebook an. Lektion 1, wie nähe ich einen Knopf an? Ganz wichtig, so sagt sie, versucht den Faden so durch das Nadelöhr zu ziehen, dass ihr zwei Fadenenden habt und dann macht ihr einen Knoten. Herrlich finde ich das. Alles Ansichtssache, so denke ich. Eine Frage der Perspektive. Wie beurteile ich die Situation, in der ich gerade bin? Der heutige Sonntag, Oculi, befasst sich mit dem Sehen. Oculi, meine Augen, heißt das übersetzt. Unsere Augen sind lebenswichtig, denn mit ihnen nehmen wir die Welt wahr. Wir sehen einander. Wir erkennen den anderen. Über die Augen bauen wir eine Beziehung zum anderen auf, indem wir ihn ansehen. Wenn ich jemanden ansehe, dann verleihe ich ihm Ansehen. Wer schon einmal Kummer mit den Augen hatte, bei wem etwa allmählich die Sehkraft abnimmt, der weiß, wie wichtig das Sehen ist. Mit unseren Augen erkennen wir den Weg, der vor uns liegt, auch den, den wir gegangen sind. Mit unseren Augen erkennen wir das Ziel, zu dem wir wollen. Manchmal verschließen wir auch die Augen, weil wir nichts mehr sehen wollen von dem, was um uns ist. Zu viel Leid, zu viele Tränen, zu viel Trauer, zu viel Hass und zu viel Streit. Und manchmal blicken wir wie gelähmt zurück auf das, was wir verlassen oder was wir verloren haben. Und dieses Sehen geschieht nicht allein mit den Augen, sondern auch und vor allem mit dem Herzen. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry schrieb in seinem wunderbaren Buch »Der kleine Prinz«, »Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.« Wie geht es uns heute in diesem Moment, wenn wir auf unser Leben sehen? Sind wir mit den Augen und mit dem Herzen hier in diesem Moment, weil wir unser Glück genießen möchten? Oder trauen wir uns nicht, nach vorne zu sehen, weil uns so viel Schweres erwartet? Und wie sehen wir die Welt, gerade jetzt? Der amerikanische Präsident verschließt seine Augen, indem er von einem ausländischen Virus redet und Schuldzuweisungen ausspricht. Das ist die plumpe Show eines nervösen Wahlkämpfers. Europäische Politikerinnen und Politiker versuchen zusammenzustehen, sich zu solidarisieren, um Strategien zu entwickeln für Menschen, für das Land und für die Wirtschaft. In unserem heutigen Predigttext geht es genau darum. Realistische Einschätzung der Situation, klarer Blick in die Gegenwart und nach vorne, Ehrlichkeit sich und anderen gegenüber und das gerade, wenn es um den Glauben geht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht, lege sie wieder in meine Hand. Der Predigtext für diesen Sonntag steht in Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Überschrieben in der Lutherbibel ist er mit »Vom Ernst der Nachfolge«. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.
Er aber sprach zu ihm, »Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes.« Und ein anderer sprach, »Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind.« Jesus aber sprach zu ihm, »Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.« Bevor wir miteinander über diesen Bibeltext nachdenken, erlaube ich mir eine kleine bibelkundliche Vorbemerkung. Nur ganz wenige Abschnitte in den Evangelien geben die Stimme Jesu, seine eigenen Worte, wieder. Hier haben wir sozusagen den ganz seltenen O-Ton eines Jesus von Nazareth, der vielleicht beim ersten Hören verunsichert. Wann und in welchem Zusammenhang Jesus die jeweiligen Aussagen gemacht hat, ist uns nicht mehr überliefert. Der Evangelist Lukas hat sie wie Puzzlesteine genommen und ihnen, seinem Evangelium, einen Platz gegeben. Ich denke, dass er sehr bewusst diese doch höchst verschiedenen Szenen zusammen kombiniert hat. Er bewahrt uns damit vor Irrwegen und Abwägen beim Verstehen, denn wenn man jede einzelne Szene allein betrachtet, könnten Missverständnisse aufkommen. Wir stellen uns die Frage, was haben denn diese drei Szenen gemeinsam? Immer geht es um einen Neuanfang. Immer geht es um den ersten Schritt hinein in ein Leben, das vom Reich Gottes durchdrungen und getragen ist. Schauen wir uns mal die einzelnen Szenen an. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Da spricht zuerst einer Jesus an, der spontan und jede Einschränkung bereit ist, mitzukommen, mitzuhelfen, um Menschen für seine Sache zu gewinnen. Traumhaft. Doch Jesus weist den Mann nicht einfach ab, aber er gibt ihm auch zu bedenken, mach dir klar, worauf du dich da eigentlich einlässt. Anders als viele andere verspricht Jesus denen, die ihm nachfolgen wollen, nicht den Himmel auf Erden. Anders als viele andere verspricht er nicht ein Leben, in dem es nur noch Friede, Freude, Erfolg, Glück und Wohlstand gibt. Der Glaube an Gott, ein Leben in der Nachfolge Jesu, ist kein Wellnessurlaub. Schwere Zeiten, Not, Traurigkeit, ja sogar Katastrophen sind nicht ausgeschlossen. Ein Leben in der Nachfolge Jesu verläuft zuerst einmal nicht anders als jedes andere Leben auch. Das Nichtbesitzen und die damit verbundene Heimatlosigkeit, die Jesus hier anspricht, verstehe ich auch so, dass Glaube und Nachfolge nichts Stetiges ist. Natürlich sollen wir unsere Wohnungen, Häuser und unser Zuhause behalten. Glaube und Nachfolge sind jedoch Bewegung, ein Haben und Nichthaben, ein Schon und noch nicht, ein auf dem Weg sein, ohne zu wissen, wohin es geht. So gesehen gewinnt unser Glaube an Dynamik. Glaube heißt, sich auf Gedeih und Verderb der Liebe Gottes ausliefern, aus ihr sein Leben gestalten, sich auf sie verlassen, auch und gerade dann, wenn alle menschlichen Unterstützungen versagen. In der zweiten Szene zeigt uns Jesus auf, was ein Leben in der Nachfolge bietet. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es ist ja wirklich keine billige Ausrede, was dieser Mensch vorbringt. Wieso weist Jesus ihn trotzdem zurecht? Sicher will er nicht das Gebot außer Kraft setzen, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Die Pflicht, die Verstorbenen zu begraben, wurde damals hoch bewertet. Sie ging selbst den wichtigen rituellen Vorschriften vor. Tote zu bestatten war ein Werk der Barmherzigkeit. Hier geht es um eine rückwärts gerichtete Frömmigkeit, eine Religion, für die das Höchste die Pietät und Traditionspflege ist. Das ist das Christentum nicht. Nach einem Abschied von einem geliebten, aber verstorbenen Menschen ist das Leben nicht mehr so, wie es gewesen ist. Und es wird auch nie wieder so sein. Nicht, dass wir unsere Toten begraben, wird Jesus beanstanden, sondern wie wir es tun.
Wir können nicht Gott dienen und uns der Hoffnungslosigkeit hingeben. Deshalb geht lieber hin und verkündigt das Reich Gottes, sagt Jesus. Wir spüren, was er in diesen Worten vermitteln möchte, nämlich, dass er das Leben ist. Wir leben unser Leben von seiner Auferstehung her. Wir sollen vom Leben reden, vom Reich Gottes und die Gemeinde so bauen, dass sie Leben und Freiheit entfaltet. Schließlich ist da noch von einem dritten Mann die Rede. Der bietet Jesus aus freien Stücken an, ihm zu folgen und ihm behilflich zu sein. Er will sich aber nur schnell von seiner Familie verabschieden. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nicht einmal das will Jesus zulassen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist für das Reich Gottes nicht geeignet. Jesus will die Anhänglichkeit dieses Mannes an seine Familie nicht einfach abwerten. Aber es gibt Berufungen Gottes, denen selbst die eigene Familie nicht im Wege stehen sollte. Im Bild gesprochen, das Stück Furche, das der Pflügende schon gezogen hat, ist nicht unwichtig. Im Gegenteil, Jesus will nicht eine Eintagsfliegenexistenz von uns, kein süchtiges Haschen nach Augenblickserfüllung oder eine Zeit und Stunde vergessendes Versinken in virtuellen Welten. Denn dabei ginge nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft verloren. Aber es geht darum, die Furche, an der wir arbeiten, mit ganzer Konzentration zu ziehen. Unser Leben im Auftrag Gottes zu gestalten, dazu gehört, dass wir hingucken, was wir tun. Blicken wir zurück oder auch in die Luft, so wird die Furche schief und krumm, das Leben misslingt. Das ist eine sehr nüchterne Anweisung zum Ende der drei Begegnungen. Glaube ist keine kopflose Begeisterung, die irgendwelchen Utopien nachläuft und sie mit dem Reich Gottes verwechselt. Glaube ist auch keine Traditionspflege und sich klammern an hergebrachte Formen des Christlichen. Das gilt uns Älteren. Glauben heißt, in jeder Lage fest auf Gott vertrauen und dann das zu tun, was die Liebe an ganz alltäglichen Dingen von uns fordert. So wichtig auch die menschlichen Bindungen sind, in denen wir stehen, das letzte und tiefste Vertrauen kann nur Gott gehören. Der Jesus, der uns in den drei geschilderten Begegnungen entgegentritt, macht auf uns vielleicht einen ungeheuer strengen Eindruck. Er scheint gar nicht in unsere Zeit zu passen, die viel eher ein sanftes und freundliches Bild von ihm hat. Aber dann werden wir dieses Bild wohl korrigieren müssen. Wer mir jetzt sagen möchte, das ist aber anstrengend, dem kann ich nur zustimmen. Aber davon, dass das Leben bequemer wird, wenn ich mich auf die Nachfolge Jesu und das Reich Gottes einlasse, davon hat Jesus auch nichts gesagt. Also alles Ansichtssache? So könnte meines Erachtens die Aussage Jesu gesehen werden. Er erteilt sie denen, die ihre Geborgenheiten diesseits suchen, bei einem Meister, bei einem Guru, in einer Gemeinschaft, der Familie oder ihrer Herkunft. Mag sein, das Leben ohne Sicherungen ist etwas Radikales. Doch ob wir wollen oder nicht, irgendwann kommen wir alle an den Punkt, wo unsere Geborgenheiten nicht mehr tragen, wo wir sehen, dass nichts und niemand da ist, bei dem wir unser Haupt betten können, nichts und niemand außer Gott allein. Und wenn es soweit ist, dürfen wir getrost es wagen, mit Jesus zu gehen, uns im Namen Jesu auf Gott hin fallen zu lassen. Auch das ist Nachfolge. Amen. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie für deinen Gott.
zum Chor.